Sophie ein Feigling? Möglicherweise. Martin ein Feigling? Gut möglich. Paul ein Feigling? Ganz bestimmt. Mit Trennung für Feiglinge bringt das Mecklenburgische Landestheater Parchim eine skurrile, mitreißende, vor allem aber grandios lustige Komödie auf die Bühne. Die literarische Vorlage stammt aus der Feder des französischen Autors Clement Michel. Paul und Sophie sind ein glückliches Paar. Und was tut ein glückliches Paar? Es zieht zusammen, um noch glücklicher zu werden. Während für Sophie die Wolken immer rosaroter werden, ziehen sich für Paul Sturmwolken am Himmel zusammen. Kurz, er kann Sophie einfach nicht mehr ertragen. Oder wie er es in einer selbstverfassten Trennungsrede sagen würde: Sophie, aha. Ich habe das Bedürfnis, dir zu sagen, also Tatsache ist, ich liebe dich nicht mehr. Ja. Nein, es ist komplizierter und viel schlimmer. Ich ertrage es nicht mehr, dich jeden Morgen und jeden Abend zu sehen. Jedes Mal, wenn du lächelst, habe ich Lust, dir einen reinzuhauen. Naja, dich fest dahin zu schlagen, wo es richtig wehtut. Nee. Sophie, nimm es mir nicht übel, aber heute Nacht habe ich wieder geträumt, dass du von einem großen Lastwagen überfahren wirst. Ja, Sophie, dieser Lastwagen war wirklich sehr, sehr groß. Das war vielleicht der größte Lastwagen in der Geschichte der Lastwagen, die schon mal jemanden überfahren haben mit unmittelbarer Todesfolge für die betroffene Person. Sophie, nimm es mir nicht übel, aber als ich aufwachte und mir klar wurde, dass alles nur ein Traum war, da war ich sehr, sehr traurig. Das ist, glaube ich, so dieses Prinzip, man zieht zusammen und merkt plötzlich, dass man einfach diesen Mensch einfach plötzlich 24 Stunden am Tag um sich herum hat. Man ist dann auch einfach manchmal überfordert mit den Begebenheiten. Und das ist bei den beiden höchstwahrscheinlich auch der Fall. Also zumindest für den einen. Die direkte Ansprache ist für Paul aber doch ein zu einfacher Weg. Er versucht den komplizierten. Paul bittet seinen besten Freund Martin, mit in die kleine Wohnung einzuziehen. Die Hoffnung des trennungswilligen Paul. Sophie fühlt sich mit dem neuen Mitbewohner so unwohl, dass sie von alleine die Flucht ergreift. Offizieller Grund von Martins Einzug: seine Mutter ist gestorben. In Wirklichkeit ist Martins Mutter natürlich quicklebendig und die größten Probleme des unfreiwilligen Trennungshelfers sind körperlicher Art. Ich habe Hämorrhoiden, mir tut der Hintern weh, okay? Das sorgt schon beim ersten Aufeinandertreffen von Martin und Sophie für ein Gespräch, wo beide im übertragenen Sinn zwar im selben Auto sitzen, aber auf unterschiedlichen Autobahnen unterwegs sind. Es ist zweifellos zu nah, zu heftig, aber es muss raus! Ja, Sophie, ich will wirklich lieber ganz alleine damit fertig werden, das geht vorüber. Was wirst du tun? Im Moment bin ich in Behandlung und das lindert und beruhigt. Und ich hoffe, das genügt und dann kommt das auch alles wieder in Ordnung. Ich will dir ja nichts raten, aber ich habe einen Freund, dem ist vor 3 Jahren das Gleiche passiert. Und er hatte ziemlich schnell das Gefühl, dass es besser geht, aber tatsächlich ging ein Jahr später gar nichts mehr. Du hättest sehen sollen, in welchem Zustand er war. Ich schwöre dir, das war nicht schön mit anzusehen. Was, ey? Ja, ein Wrack. Was, ein Wrack? Ja. Hat er Schmerzen? Hat er gelitten? Nein, er hat nicht gelitten. Er hatte zu nichts mehr Lust. Komplett deprimiert. Komm, hör auf. Du machst mir Angst. Ja, das läuft vor allem im Kopf ab. Ja, nicht nur da. Timing ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben immer wieder von unserer Regisseurin gesagt bekommen, Louis Dufinet, der immer so zack, 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 ach was, ach ja, nein, doch, oh. Das muss einfach laufen. Und dann muss man einfach wissen, was die Rolle gerade überhaupt weiß. Man weiß ja nicht, dass der eigentlich gerade über die Hämorrhoiden spricht oder der eine über die tote Mutter oder sonst was, dass man aneinander vorbeiredet, aber für sich genau weiß, was man gerade überhaupt weiß. So. Es entwickelt sich eine temporeiche und urkomische Geschichte zwischen den drei Protagonisten, deren Stärken vor allem in dem typisch französischen Humor und seiner starken Bühnenumsetzung liegen. Dass Pauls Plan von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, liegt in der Natur der Sache. Wie sich die Geschichte weiterentwickelt, kommt durchaus überraschend. Also ich glaube, was es ausmacht, ist, dass es dass der Humor in dem Stück ziemlich klassisch ist. Also das heißt, es ist alles viel auf Anschlüsse, viel mit Timing, viel reagieren, viele Ebenen. Das heißt, in meinem Kopf gehen mehrfache Dinge vor. Also einmal denke ich, oh Gott, ich muss lügen. Dann denke ich, okay, das darf ich nicht sagen und immer so weiter. Also ganz viele Ebenen. Und gleichzeitig ist es aber vom Thema her total modern. Also deswegen, ich meine, wie macht man mit jemandem Schluss in der heutigen Zeit, ne? Über Facebook oder so, das traut sich ja keiner mehr. Keiner hat mehr die Eier. Ja, ist doch wahr. Dem ist wenig hinzuzufügen.
Trennung für Feiglinge ist der starke Einstieg des Mecklenburgischen Landestheaters Parchim in die neue Spielsaison. Premiere ist am 19. September in der Theatergaststätte. Dort können Sie Paul, Martin und Sophie auch am 25. September erleben. Wenn er dieses Jahr nicht geht, dann bestimmt im nächsten Jahr. Er wird doch kein Jahr hier bleiben. Man weiß es nicht, Sophie, man weiß es nicht. Man weiß es nicht? Nein, man weiß also es vorher bin ich weg. Ach ja? Wann?